Mit der Wiederkehr von Bleach kommt natürlich auch ein legendärer Charakter zurück, Kurosaki Ichigo, der Hauptcharakter des Anime Bleach, des Mangas Bleach. Und passend zur Ankündigung, dass Bleach dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch kommt, ja, gehe ich näher auf den Charakter Ichigo Kurosaki ein, möchte herausfinden, was wir von ihm lernen können, sodass wir ein besseres Leben führen können. So, Kurosaki Ichigo. Wer ist dieser Mann? Wofür steht dieser Mann? Und was will dieser Mann? Was sehr wichtig war in Ichigos Leben, war der Tod seiner Mutter. Der Tod seiner Mutter hat ihn verändert. Das war so damals. Ichigo spazieren gegangen mit seiner Mutter. Und es war ein regnerischer Tag. Plötzlich hat Ichigo am Ufer ein Mädchen gesehen und ist zum Mädchen hingerannt. Er war ein kleines Kind, er war neugierig, hat nicht verstanden, warum das Mädchen am Ufer war. Seine Mutter hat ihm gesagt, er soll nicht hingehen, aber er ist trotzdem hingerannt. Plötzlich ein kleiner Filmriss. Er sieht nur noch, wie seine Mutter blutig auf ihm liegt und ihn beschützt hat. Es hat sich herausgestellt, dass dieses Mädchen, das er gesehen hat, nicht mal ein richtiges Mädchen war, sondern es war ein Hollow, also ein Geist, ein Monster, ein Dämon. Und dieses Wesen hat sich immer als kleines Mädchen, ja, verkleidet oder hat sich als kleines Mädchen ausgegeben, besser gesagt, ja, um die Menschen anzulocken, die nur mal ihn sehen können. Nur Menschen mit einem hohen spirituellen Druck, mit hohen spirituellen Fähigkeiten sind in der Lage, Hollows, Geister und so weiter zu sehen. Und Ichigo gehört nun mal zu diesem Menschen. Und der Tod seiner Mutter hat ihn verändert. In dem Moment wollte Ichigo nie wieder mehr sehen, wie Menschen, die er liebt, sterben. Nie wieder mehr. Das ist auch der Grund, warum Ichigos Mentalität sehr, sehr stark darauf beruht, andere zu beschützen. Er ist nicht so wie ein anderer schonen Charakter wie Naruto oder wie Luffy, die irgendwelche Positionen im Leben erreichen wollen. Naruto will Hokage werden, Luffy will König der Piraten werden. Ichigo, ja, das ist nicht in Ichigos Interesse. Dieser Mann will nur so stark werden, sodass er auf jeden Fall die Menschen, die er liebt, jederzeit beschützen kann. So ehrt er seine Mutter. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Dass seine Motivation ganz anders ist. Dass seine Motivation nicht ist, ja, es unbedingt anderen zu beweisen, sondern es ist vielmehr eine Motivation, die ja dazu dient, seine Familie, besonders seine Mutter zu ehren. Denn seine Mutter ist eben alles gewesen für ihn. Ja. Und daraus lerne ich, daraus können wir auch lernen, dass wir unsere Eltern, unsere Familie im Allgemeinen schätzen müssen, denn ohne unsere Familie wären wir gar nichts. Nichts. Das müssen wir uns durch den Kopf gehen lassen. Eine andere Sache ist, dass man im Vergleich zu anderen Charakteren, also Shonen, Hauptprotagonisten, sieht, dass Ichigo sehr viele depressive Phasen hat. Er ist nicht immer der Happy Charakter, der, ja, dem es immer gut geht. So, er hat sehr viele depressive Phasen, sehr viele Phasen, in denen er down ist, in denen er mit niemandem reden möchte, in denen er einfach nur zu Hause in seinem Zimmer ist und sein Bett liegt und nichts macht. Wir kennen es alle, diese depressiven Phasen, wo wir einfach down sind und nichts machen können. Das Leben einfach zu viel wird. Und Ichigo zeigt das. Das macht Ichigo so interessant. Ichigo ist sehr menschlich. Ichigo ist sehr menschlich. Und er verkörpert auch diese Aspekte des Menschen, ne? Diese Energielosigkeit, dass man auch mal, ne? Ja, nicht immer Vollgas geben kann. Es gibt Tage, an denen man einfach durch ist. Ja. Und ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, ich möchte nicht spoilern, ne? Aber Menschen, die Serie gesehen haben, wissen, was ich meine. Ne? Ich sage nur Aranka-Arc, ne? Ichigos Depression. Auch sehr wichtiger Einschnitt in seinem Leben. Was wir auch sehen können, ist, dass Ichigo ein sehr guter Schüler ist. Er ist gut in der Schule, kümmert sich um seine Noten. Ja, ich scheiß nicht mehr mit auf Schule.
was ich gut finde. Ne? Man kann sagen, was will über Schule, aber Schule ist schon hilfreich. Ja, damit man eine Grundausbildung hat. Ja, damit man ein Grundverständnis hat von der Welt. Und deswegen sollten wir definitiv zur Schule gehen und die Schule auch vernünftig machen. Ja, ob wir studieren gehen sollen oder sonstiges, das ist jedem selbst überlassen. Aber Schule sollte man schon vernünftig beenden. Muss nicht allerbeste sein, aber sorgt dafür, dass deine Noten vernünftig sind, repräsentabel sind und ja. Sorgt dafür, dass du grundsätzlich einfach ein sauberes Grundverständnis von der Welt hast, damit du nicht wie ein Idiot rumläufst. Auch sehr wichtig. Ja, und das verkörpert Ichigo auch. Ichigo Kurosaki ist ein sehr menschlicher Charakter. Was ihn auch ausmacht, ist die Tatsache, dass er beständig herausfinden will, wer er ist. Wie gesagt, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eines der Grundthemen von Bleach ist es nun mal, herauszufinden, wer Ichigo ist. Ja, aus welchen Dingen er besteht. Ja, Ichigo ist ein bisschen speziell. Ja, im Laufe von Bleach, da geht er immer wieder in sich, um herauszufinden, jo, wer bin ich, woher komme ich? Ja, was ist mein Zweck? Ja, und am Ende von Bleach erfährt man auch, ne, wer Ichigo ist, wie seine Vergangenheit genau ist und so weiter. Aber das ist auch immer einer der Grundthemen von Bleach gewesen, ne? Sich selbst zu entdecken, selbst herauszufinden, wer man ist. Ja, auch eine Sache, die wir verkörpern müssen, die wir verinnerlichen sollten, beständig hinterfragen, wer wir sind, wozu wir gemacht worden sind, ja, um ja, kein sinnloses Leben zu führen, um immer zu wissen, was man will in diesem Leben. Und eine der Grundbotschaften von Bleach, von der Serie Bleach, ist einfach, dass Seelenruhe die Angst vorm Tod besiegt. Ja, wenn du weißt, was du willst, wenn du bereit bist, dafür alles zu geben, was du hast, wirst du die Angst vorm Tod bezwingen. Das war's. Ja, wenn du zufrieden bist im Verstand, wirst du die Angst vorm Tod bezwingen können. Wie Ichigo. Ichigo ist immer wieder geschafft, die Angst vorm Tod zu bezwingen. Damals, als er Rukia gerettet hat. Er hat sich gegen eine komplette Gesellschaft von Superwesen gestellt. Die Soul Society. Voller Leute, voller Individuen, die unvorstellbar stark sind. Aber sein Wille hat gereicht, um diese übernatürliche Welt voller kranker Wesen, ja, zu bezwingen. Ja. Man hat auch Ängste gehabt. Man hat auch gesehen im Training mit Urahara Kisuke. Ja, das war sein Trainer. Dass der Mann Angst hatte. Ja, Ichigo, ne, ist nicht kein Mensch, kein Charakter, der einfach so, yo, furchtlos ist und so weiter. Naja, er ist jemand, der auch seine Ängste bezwingen muss. Ja, jemand, der sich auch seinen Ängsten stellen muss. Ja, und das finde ich sehr schön. Das macht Ichigo so sympathisch und so menschlich. Man kann sehr gut mit ihm mitfiebern. Weil er. Ne, er ist nicht so, wie soll ich sagen, unrealistisch in Bezug auf seine Persönlichkeit. Ne, was ihn sehr sympathisch macht, was ihn sehr nah macht. Ja, Ängste müssen wir überwinden, um weiterzukommen. Ganz einfache Lehre, die wir daraus ziehen können. Und wie gesagt, Seelenruhe bezwingt die Angst vom Tod. Wenn du weißt, was du willst, wenn du bereit bist, für das, was du willst, zu sterben, wirst du auch keine Angst haben vor dem Tod. Und wirst jeden Tag ein stolzes Leben führen. Kurosaki Ichigo, der Shinigami, der beständig gekämpft hat, der beständig weiter nach vorne gegangen ist, niemals aufgehört hat, die Menschen beschützt hat, die er liebt und weiterhin die Menschen beschützen wird, die er liebt. Im neuen Anime werden wir sehen, Alter, wie der Junge durchziehen wird. Wundervoller Charakter, einer der besten Shonen-Charaktere überhaupt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, sorgt dafür, dass der Kanal der größte Kanal Deutschlands wird. Und ja, bleibt stark, auch in dieser Krise. Trainiert, seid fleißig, kümmert euch um euer Immunsystem. Und ja, Mann, seid ultimativ wie der Ultimate Michel.